Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire und ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit, in den Tag zu starten, als mit einer frischen Kokosnuss. Leute, frische Kokosnüsse, die schmecken so geil, also wirklich, kann ich euch nur empfehlen. Und was machen wir heute? Basti, was machen wir heute? Wir gehen heute irgendwo hin, also bleibt auf jeden Fall dran und wir sehen uns. So Leute, das Taxi ist bestellt. Wir gehen heute zum Big Buddha in Phuket. Das ist ein Buddha, der einfach 35 Meter hoch ist. Und in diesem Video rede ich mal darüber, was mich so richtig an Thailand ankotzt. Und Punkt Nummer 1, ihr seht es vielleicht hier im Hintergrund, die Sonne, die geht gerade unter. Und es ist nicht mal 18 Uhr. Und es ist echt ein Punkt, der mich hier richtig ankotzt. Um 6 ist es einfach immer dunkel, egal zu welcher Jahreszeit. Wenn man Glück hat, bis 7, aber später geht die Sonne nicht unter. Und das finde ich in Deutschland so geil, dass es halt im Sommer manchmal bis 21 oder sogar bis 22 Uhr hell ist. Wir haben uns jetzt umentschieden, weil zum Big Buddha wäre es ein ziemlich langer Weg gewesen. Und da wäre die Sonne schon weg gewesen, deswegen fahren wir jetzt zum Karen Beach, wie auch immer man das ausspricht. Und filmen vielleicht noch ein bisschen den Sonnenuntergang. Und jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Sache, die mich wirklich an Thailand stört. Und es ist einfach der Verkehr hier in Thailand. Das Gute ist, wir werden immer gefahren. Wir benutzen Grab als App, das ist so wie Uber. Wir müssen nicht selber fahren. Aber wenn man zu Fuß unterwegs ist, es gibt einfach kaum Bürgersteige. Man muss immer irgendwie auf der Straße laufen. Allein die Straße zu überqueren ist teilweise echt ein richtiges Abenteuer, weil du einfach nicht rüberkommst, weil so viele Autos fahren. Ja, und es gibt man, auch keine Ampeln und so, ne? Genau, ganz wenig, also Fußgängerampeln gibt es sowieso nicht. Und Zebrastreifen achtet keiner drauf. genau, also es gibt wirklich Zebrastreifen, aber wenn du rüberläufst, wirst du wahrscheinlich einfach überfahren. Also das, ja, man merkt es einfach hier, die Infrastruktur ist einfach noch nicht ganz so weit. Hier hängen auch überall die Stromkabel rum, ihr seht es Leute, Infrastruktur ist einfach noch nicht so weit. Aber das ist natürlich eine Sache, die man einfach in Kauf nehmen muss. Dafür ist es hier günstig. Genau. So Freunde, eine weitere Sache, die mich an Thailand stört, ist der Gestank. Und zwar ist es wirklich so, wenn du in der Gegend bist, wo viele Häuser sind, also in der Stadt und so weiter, dann kommen einfach so richtig unangenehme Gerüche teilweise auf. Nicht überall, aber an manchen Flecken und da will man dann echt einfach nur so schnell wie möglich weg. Aber es hält sich Gott sei Dank noch in Grenzen. Besonders schlimm ist es, wenn es geregnet hat, weil dann gehen die ganzen Gerüche in die Luft über. Also das war für mich so der größte Nachteil in der Regenzeit. Ich war auch schon mal in der Regenzeit hier. Das sind echt, also wenn es geregnet hat, danach stinkt gefühlt echt die ganze Stadt. Und da will man sich gar nicht draußen aufhalten. Aber wenn es nicht regnet, dann geht es natürlich. Und jetzt schaut euch mal diesen geilen Sonnenuntergang an. Das ist echt geil. Wir sind hier nämlich an der Westseite, deswegen sehen wir einfach jeden Tag den Sonnenuntergang. Ja, ihr könnt eigentlich schon wieder was essen. Na? Geh mal was essen. Ja. Und was essen wir heute? Vielleicht im Nachtmarkt. Oh, das ist so ungemütlich. Ich finde eine Kuscheldecke. Oh, Wärmflasche. Ist so viel geiler, wenn man sich irgendwo hinsetzt. So geil, was ist. Schön bequem ist das. Du bist nicht bedient. Aus deiner Komfortzone raus muss. Beim Los, Nachtmarkt, halt. Da musst du immer rumlaufen, kriegst vielleicht nicht mal einen Platz. Das ist so ungemütlich. Oh. Bist du nicht satt, dann musst du noch woanders hin, dann musst du noch da was hin, dann hast du 20.000 verschiedene Sachen im Magen. Früher mussten die Leute auf die Jagd gehen. Du regst dich auf, als du nach zwei Meter weiter rüber gehen musst, oder was? Das ist das, was dich an Thailand echt aufregt, oder? Ist so. Ich will einfach gemütlich mit euch essen. Und nicht über irgendeinen Markt laufen, wo ich mir das Zeug kaufen muss und selbst. Das ist ja Selbstbedienung quasi. Ich will ja Luxus. Man braucht nicht immer Luxus im Leben. Manchmal muss man einfach sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Ja, wir können doch einfach essen gehen. Da geben wir auch nicht mehr Geld aus. So, Freunde, Zebrastreifen hier in Thailand. Mal schauen, ob die Leute anhalten. Wir laufen einfach mal. Ja, der erste fährt drüber. Der muss anhalten. Aber man muss auf jeden Fall auf die Straße schauen, wenn man rüberläuft. Auch beim Zebrastreifen. Schau mal, Ordnergeiste, Oktopus. Wir sind jetzt auf dem Nachtmarkt hier in Karon und ich meine, viele haben es schon gehört, das Essen in Thailand ist einfach richtig, richtig gut. Aber es gibt trotzdem zwei Dinge an dem Essen hier,
die mich und wahrscheinlich viele andere auch ein bisschen stören. Punkt Nummer 1, man muss echt extrem aufpassen, dass man keine Lebensmittelvergiftung bekommt. Ich habe das letzte Mal eine Lebensmittelvergiftung bekommen, der Simon jetzt schon zweimal. Und da muss man echt aufpassen, vor allem rohe Sachen, roher Fisch und so weiter, Eier, da muss man ganz vorsichtig sein. Und die andere Sache, die mich beim Essen so ein bisschen stört, wobei mich eher weniger, aber viele andere, ist, dass das Essen teilweise echt richtig, richtig scharf ist. Wir sagen extra immer dazu, bitte no spicy, nicht scharf, und trotzdem ist es teilweise richtig scharf. Ich kann Gott sei Dank sehr viel scharf ab, aber trotzdem finde ich es teilweise echt einfach zu scharf. Da muss man echt gucken, was man bestellt. Vor allem bei thailändischem Essen natürlich. So Freunde, und jetzt gibt es natürlich noch einen Mango Sticky Rice. Das erste Mal, seitdem ich hier in Phuket bin, dass ich endlich mal wieder so ein Mango Sticky Rice esse. Ich freue mich riesig drauf. Eigentlich so Klebereis, dann halt frische Mango, frisch aufgeschnitten. Und dann kommt hier so, was ist denn das? Kondensmilch? Kondens? Oder irgendwas mit Kokos, ich weiß es gar nicht genau. Ist auf jeden Fall geil. Geil. So, das Essen war richtig lecker. Und bevor ich jetzt zum letzten Punkt komme, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass ich mir echt Mühe geben musste, Punkte zu finden, die ich an Thailand nicht mag. Also wir lieben es hier, wir sind zum dritten Mal hier. Und es gibt echt fast nichts, was mich stört. Und für mich ist es mein absolutes Lieblingsreiseziel. Und ich muss echt lange überlegen, 5 Punkte zu finden, die mich hier stören. Und jetzt kommen wir auch zu Punkt Nummer 5. Wir haben nämlich jetzt beschlossen, nach Hause zu fahren, weil wir nicht feiern gehen wollen. Und es liegt einfach daran, zumindest hier in Phuket ist es so, dass das Feiern gehen einfach kaum Spaß macht. Weil hier in Phuket und vor allem in Patong in der Bangla Road sind fast nur Touristen, Prostituierte und Ladyboys unterwegs. Und es gibt fast gar keine einheimischen Frauen oder auch Männer, die hier feiern. Also vielleicht haben wir den Spot noch nicht gefunden, wo es hier auch ein paar Einheimische gibt. Aber das nervt ein bisschen und da macht das Feiern gehen auch nicht ganz so viel Spaß. Das war beispielsweise in Koh Samui anders. Also da waren irgendwie viel mehr Einheimische in den Clubs unterwegs. Wir sind wieder zu Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr schon in Thailand wart und wenn es irgendwelche Dinge gibt, die euch an Thailand wirklich stören. Wie gesagt, ich liebe Thailand und ich habe mir echt schwer getan, 5 Punkte zu finden, die mich hier wirklich stören. Aber das waren so meine 5 Punkte. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.